im Staatsgefängnis. Kann man so sagen, Staatsgefängnis. Und hier gibt es schon wieder ein Grün. Alter! So, da will er mich abbiegen. Das lasse ich nicht auf mich sitzen, ich hole mir das Auto hier. Hallo, Grüner! Alter, muss ich jemanden hinterherfahren hier. Ich will den Grüß. Oh, steig da rein, du Hund! Wollte ich nicht den Blauen nennen, ich will den Grünen. Ich will den Grünen, Mama! Gib Gas! Bleib stehen, sage ich dir. Guten Tag. Einmal das Auto, bitte. Ja, das muss jetzt sein. Wow! Alter, passt da mal auf, ihr Fliegen. Ihr kommt von der Nebenstraße und habt grün. Ich bin auf der Hauptstraße und hab rot, also müsst ihr warten wollen. Ah, nee. Wow! Nein! Okay, dieses Auto liegt wie ein Stück Stein auf der. Was? Du willst mein AS sein? So, fick dich. Ehrlich. Solchen kleinen Pissern lasse ich mich dir hier nicht auf der Straße anmachen. Da hat's aber Schwein, dass du mir gerade nicht vors Auto gerannt bist. Ich habe immerhin auch noch eine Ehre. Ich habe eigentlich diese scheiß Mission geschafft. Mit sehr, sehr viel Luck und nicht Verständnis, warum der so durchraschen will, aber naja. Oh. Ach, jetzt sind wir ja bei der Riesen-Assi-Polizeiwache. Können ja mal das Staatsgefängnis überfallen, oder? She's a keeper. Desperately and quickly, and he's looking for her. I think you and her should go out on a glamorous date in Algonquin. Show her a new pad. Then things will be okay between you two. But move your fucking ass, pal. Women don't like a chump. You get me? Er hat auf uns gewartet. Wo ist mein Auto hin? Muss kurz diesen. Puh. Ah. Ja, bei mir ist gerade dieses ultra harte Wochenende. Boah. Ich schwitzt alles und ich krieg hier voll durch meine Rollos, wo wieder ein 1 cm Spalt ist, weil ich gleich Dachfenster habe. Das ist mit dem Rollo komplizierter. Da ist 1 cm Spalt und dort prasselt immer genau die Sonne durch und dann in so einen verkackten Winkel, dass die immer genau mein Face trifft und ich, dadurch, dass ich eh ein paar Probleme mit der Sonne habe und ein bisschen allergisch dagegen bin, muss ich dann immer übelst niesen und das ist dermaßen nervig. Vor allem, weil es durch diesen 1 cm Spalt durchgeht. Wieso fahre ich eigentlich dorthin und fahre nicht erstmal zu meiner Bude? Ich darf nicht zu meiner Bude fahren, was ist das für eine Frage? Ich will zu meiner Bude fahren. Ich fahre jetzt zu meiner Bude, wenn ich weiß, wo die ist. Wo ist meine Bude? Meine Bude ist hier. Will ich jetzt verdammt mal hin, okay? Willst du meine Bude hier? Ich will das Car saven. Ah, das ist diese hammerfette Brücke. Nö. Ja, müsst ihr mal hier schalten hier. Ja, wie wär's mit Blinken? Jetzt ist diese wunderschöne Brücke hier. Wo man nicht runterfallen kann, weil man da hysterische Mädchen von ein paar Mafia-Leuten entführen muss. Piss dich! Muss da mal hier abbiegen.
Sieht man jetzt? Ah, jetzt nimmt die. Oh. Okay. Gut, dann parken wir gleich mal das Car. Mal gucken, wie sich meine Wackelcars da verhalten. Ich glaube, wir hauen den scheiß Benz von der Tusse weg. Hier ist ein gelber. Ja, Polizei, du musst mal helfen, hier ist ein Verkehrsunfall. Dankeschön. Ah, da steht ein leeres Auto. Ja, du bist neidisch auf mein Auto. Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Scheißegal, aber es sieht so aus, als wärst du neidisch auf mein Auto. Ey, mit dem können wir dann wegfahren. Alter! Ihr fandet mir heute alle die Türen ab? Es sind solche Leute, die immer auf Türen stehen. Die geilen sich an Türen auf. Ja, klar bin ich ein Superstar hier, ne? Oh! Scheiße. Ja. Boah, Alter, dieser Rückwärtsgang ist so schnell in den Dingern. Wir sind ja bald rückwärts schneller als vorwärts oder genauso schnell. Das finde ich sinnlos und unrealistisch. So. Willst du meine Tür ab oder warum ist die zu? Nein, links. Hallo, ich hab... Boah, Mensch. Lol. Ja, Polizei, kümmert euch mal lieber um den Verkehrsunfall, der hier kapaziert ist und nicht einfach Leute, die Autos sind die falschen. Ja, fahrt meine Autos Schrott. Alter, ihr seid doch dumm, ihr scheiß Polizisten, Alter, leckt mich doch. Ihr habt doch gekifft, ey. Boah, halt's Maul, ey. Dieses Auto, das kannst du nicht mehr halten. Ja, Prestige, ey, es geht mir auf die Nerven. Und wenn das Auto dann weg ist, ich sagte, ich hasse Polizei. So, und mal, oh, komm, gib Gas, Junge. Boah, hast du Menschenskinder. Ja. So, jetzt hab ich geguckt. Ach, ich soll bestimmt mit dem Auto jetzt wegfahren oder so ein Scheiß. Mikrofon an, ja. Ja, lade, lade, lade. Na komm, mache. Haha. Stimmt, war jetzt gleich als Auto. Nico freut sich. Autsch, was ist auf mich? Ey, ich. Ja, die schießen gerade auf mich, ne? Au! Die schießen gerade hart auf mich! Ja, der bringt dich gleich um, weil die ganze Zeit auf den Kofferraum schießen, du dumme Tusse, ey! Dein Daddy ist auch nicht der Klügste, ey! Alter! Reicht mir hier. Oh oh. Oh oh. Oh wow, 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 wow. Genau. Boah, Alter, die müsste eigentlich schon Schrott sein. Ah, naja. Ach, das ist mein Deluxe-Bude hier. Ja, wo man überall seine Buden hier hat, ne? Aha, okay, gut. Sperrt sie auf die Feuerleiter. Das hat sie verdient, ey. Nico,
Oh nee, du. Mach mal jetzt leider. Gary? Jimmy? Taxi! Jetzt sind sie weg. Cab! What the fuck? Ach nee, das nächste. Hä? What the fuck? Da war doch auf den geguckt. Na gut. Ich würde sagen, wir mal jetzt mal Jimmy ein bisschen Abwechslung mal diesmal reinbringen, ne? Diesmal nicht so immer die gleiche Mission, sondern heute mal ein bisschen Abwechslung. Jimmy gibt's immer genau, Autos, deswegen. Und er pfeift immer seine Nix-Könnten-Leute an. Das gefällt mir auch. Jimmy ist ein guter Mann. Hat nur sinnloses Personal. Guck mal, da steht schon wieder ein geiler Schlitten. Gut, so geil sind die auch nicht, aber schöne Autos, sage ich mal. Hat er schon. Die Missionen sind ja auch nicht so ganz so kacke. Flatline. Alter Schwede, dreht er gerade durch. Wir sollen also sein ganzes Gefolge umbringen und alle anderen umbringen, überhaupt die ganze Welt umbringen, soweit. Der hat keinen Bock mehr auf jeden, ne? Na gut, ist schon scheiße, wenn der eigene Bodyguard, wie man ja gehört hat, den wir in so aufgezogen hat, dann eine Wanze trägt und einen verrät. Also ehrlich, das ist nicht so schön. Ich glaube, wäre ich auch übelst ausgerastet. Natürlich sind diese langen Autos scheiße bei so den kleinen Ecken, aber naja. Geradeausfahren macht Spaß! Wow. Ach, hier ist das Krankenhaus. Das ist die Ecke. Das ist hier die Beerdigungshalle, oder? Group 6. Gruppe 6, ne? Putting you on secure. Okay, gut. Ah, das ist ein Krankenhaus? Wir stehen da Police Car davor. Ah, das gefällt mir gar nicht, wenn die Polizei vom Krankenhaus steht. Soll ich vielleicht nicht mit La Waffe reinlaufen? Ja, hatte ich auch vor, ich würde aber erstmal in den Krankenwagen gehen, weil der mich kalt werde. Hier ist eine Taube. Hier ist eine Taube. Wieso wäre ich nie geheilt? Ist das denn los? Muss die Taube abschießen. Ein Schuss. Scheiße. Ich schätze mal, ich kann ja auch so. Oh, schön. Ich werde jetzt Leute umbringen und hier sind die Cops. Okay, kommt her.